Hey Leute, Marcel Let's Play hier. Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zurück zu NGL Biathlon. Ja, ich habe gerade erstmal bei Storm Chasers nachgeguckt, das lohnt sich noch nicht, weil im Moment kein anderer online ist, weil ich mache das lieber, wenn auch andere dabei sind. Weil das macht halt dann noch mehr Spaß, da ist ein bisschen mehr Action und da kommen meistens dann auch die besten Tornados, also mach ich jetzt erstmal hier bei Biathlon weiter. Jetzt geht's zum Massenstart in Ruhpolding. Und da wollen wir natürlich den ersten Sieg holen. So, wir lassen das wir ein bisschen erstmal entspannter angehen. Und für noch mehr NGL Biathlon. Lasst einfach ein Like und ein Abo da und dann macht das dann nach. Wünsche ich euch jetzt auch viel Spaß hier mit den nächsten Videos und Rennen. Ja, wir haben schon zumindest in der Abfahrt eine kleine Lücke reißen können, aber so groß ist sie auch nicht. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Okay. Okay, dann geht's jetzt schon zum ersten Schießen. Okay, dann wollen wir jetzt mal am besten so angehen wie beim Einzel. Oh, das war schon mal sehr, sehr wichtig. Okay, das war schon mal ein Auftrag nach Mars. Wir führen jetzt 7,1 Sekunden vor Johannes Tingnesbø. Wir haben super Material gefunden, das sehe ich hier auch an der Temperatur. Das passt alles wie angegossen. Wir teilen uns natürlich wieder die Kräfte ein, ist auch klar. Weil umso besser können wir eine gute Schlussrunde machen und umso mehr Ausdauer haben wir dann noch dafür. Ich werde jetzt auch in den nächsten Tagen bei Steam mal nachgucken, ob da auch noch was Besonderes gibt, was ich mir dann downloaden kann und dann auch Let's Playen kann. Weil ich kann auch dann irgendwann mal ein paar Shooter-Spiele zu Let's Playen. Für die Großen jetzt. Weil Ego-Shooter spiele ich auch total gerne. Ich suche dann halt, ja, wenn ihr ein paar Tipps habt, was ich mir holen könnte, könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin dankbar für jeden Tipp. Ja, und wir haben nur Fehler geschossen, das ist auch dann das Wichtigste. Also konzentrieren wir uns erstmal wieder aufs Rennen.
Okay, jetzt geht's erstmal wieder bergauf. Und das müssen wir jetzt halt ausnutzen. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe bewahren. Und jetzt liegt der Fokus auf das erste Stehen schießen. Aber wir haben schon so einen guten Vorsprung hier. Aber nichtsdestotrotz wollen wir null Fehler schießen. Okay. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber was soll's. Ja, guck, Johannes Tingesbö macht auch schon einen Fehler. Jacques Klan aber nicht. Und Tarje Bö auch fehlerfrei. Johannes Kühn auch mit einem Fehler. Erik Lesser auch. Okay, schauen wir mal wieder auf uns. Wir führen jetzt vor Emilien Jacquelin und Tarje Bö. Aber natürlich werden wir uns die Kräfte wieder ein bisschen einteilen. Na gut, hier werden wir wieder ein bisschen Power machen. Weil die anderen müssen ja kommen. Ich kann mein Rennen jetzt selber gestalten, so wie ich es möchte. Okay, fahren wir den Puls erstmal wieder ein bisschen höher. Okay. Ja, da war der erste Fehler. Na gut, die anderen müssen ja auch erstmal fehlerfrei durchkommen. Ich glaube, bis die fertig sind, bin ich schon längst und wieder aus der Strafrunde raus. Ja gut. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Bis die fertig sind, bin ich schon längst und wieder aus der Strafrunde raus. Okay, jetzt fahren wir die Abfahrt hier hinunter und dann versuchen wir jetzt nochmal Power zu machen. Weil wir wollen ja noch eine gute Schussrunde laufen. Okay, jetzt machen wir noch einen Sprint. Jawohl. Da ist er Sieg. Oh, Johannes Kühn auch noch in den Top 10. Aber Erik Lesser ist dann jetzt halt letzter. Oh, für Kühn war aber auch noch mehr drin.
Wären diese beiden Fehler nicht gewesen, hätte er sogar noch mindestens auf Platz 6 vorlaufen können, aber egal. Jetzt geht's zum Holmenkollen nach Oslo. Da haben wir jetzt den Sprint. Dann machen wir mal das. Und natürlich warten wir ein bisschen länger. Na gut, die Wachseinstellung ist jetzt nicht so gut. Deshalb müssen wir ein bisschen mehr schuften. So, jetzt geht's hier erstmal wieder schön hinunter. Ich muss aber auch zugeben, der Holmenkollen, der ist auch einer der schwersten Strecken. Gerade auch hier ein bisschen anstiegen hier. Na gut. Jetzt geht sie nochmal schön hinunter. Bevor es jetzt zum ersten Schießen geht. Und der Puls dürfte hoch genug sein. So. War wichtig, null Fehler zu schießen. Schauen wir jetzt mal auf die Zeit. 2,5 Sekunden vor Backen. So, und jetzt Attacke. Sekunden jetzt vor Eduard Latipov. Dann natürlich wollen wir auch mal wieder eine gute Ausgangsposition haben. Wir wissen ja nicht, ob hier wieder eine Verfolgung ist oder nicht. Okay, 3,4 Sekunden. Er sieht jetzt hier nochmal wieder den steilen Anstieg hier hochgeht. Hier werden wir natürlich wieder Vollgas geben, ist auch klar. So, und jetzt geht's zum Stehenschießen. Okay, let's go. Auch ruhig, und ganz ruhig. Okay, das war sehr, sehr wichtig. Oh, Johannes Kühn schießt auch mal null Fehler.
Aber ich weiß jetzt nicht, ob es bei ihnen das Linksschießen oder das Stehenschießen war. Ist ja eigentlich auch egal. Jetzt können wir nochmal wieder richtig Vollgas machen. Ja, weil jetzt kommen wieder unsere Schlussrunden. So, jetzt kann er sich noch mal wieder ein bisschen erholen. Ja, wie schon gesagt, wenn ihr mal Vorschläge habt, was ich mir bei Steam runterladen könnte. Ich würde mich über jeden Vorschlag freuen. Ja, und ich mache das Let's Play ja erstmal nur hobbymäßig, weil ich will das einfach mal ausprobieren. Na gut, wir sind jetzt auch im Ziel mit einer guten Zeit. Okay. Dann schauen wir mal. Ah, jetzt haben wir den Massenstart. Na gut, den machen wir auch auf jeden Fall mit. Weil wer liebt den Massenstart nicht? Wir lassen es natürlich erstmal wieder ein bisschen locker angehen. Ja, sollen sie doch. Ist mir doch egal. So, jetzt werden wir hier auch noch ein bisschen. Na gut, hier machen wir noch ein bisschen Tempo. Wir versuchen uns das Rennen wieder gut einzuteilen. Und dann schauen wir mal, was dann daraus wird. Nachher werde ich mir auch auf jeden Fall erstmal die Staffel angucken. Dann schauen wir mal, was heute die Deutschen so schaffen. So, jetzt ist erstmal das erste Schießen. Sehr, sehr wichtig. So, wir bleiben erstmal an Kanton Felio Maier dran. Na gut, hier geben wir ein bisschen Gas. Weil der Anstieg, der hat das ja schon in sich. So, hier vom. Hier fahren wir mal schön gemütlich runter.
damit der Benny Doll auch ein bisschen durchschnaufen kann. Okay, dann wird jetzt erstmal wieder Zeit, ein bisschen Speed zu machen. Gerade hier diese Anstiege hier. Okay, let's go. Runter hier wieder. Ach, was waren das noch Zeiten? Damals beim Biathlon. Hier mit Magdalena Neuner, mit Laura Dahlmeier, Kathi Wilhelm. Hier Andrea Henkel, Uschi Diesel. Oder hier wie bei den Männern hier Rico Groß, Frank Log, Sven Fischer, Michael Greis, Simon Champ, Arne Pfeiffer. Diese Zeiten, die vermisse ich irgendwie. Na gut, wir haben jetzt hier mit noch bei den Damen noch mit Denise Herrmann, die aufs Podium laufen kann. Vielleicht wird ja auch noch aus Vanessa Vogt noch eine gute, oder aus Anna Weidel. Schauen wir mal. Na gut, jetzt wir jetzt zu diesem Rennen hier. Wir haben beide Linken schießen sehr gut vollbracht. Mit jeweils wieder freien Schießen. Aber jetzt geht es schon zum ersten Schienenanschlag. Und da wollen wir jetzt natürlich auch an unsere Schießleistungen natürlich anknüpfen. Das war jetzt natürlich wieder volles Risiko geschossen. Na gut, die eine Strafrunde, die wird uns auch nicht allzu weh tun. Aber die anderen müssen auch erstmal durchkommen. Guck, wir sind sogar schon eher durch die Zwischenzeit als die hier. Aber das kommt halt davon, wenn man mal versucht, ein bisschen schneller zu schießen. Was hier die Dorothea Vira macht, sehr gut kann. So, kommen wir mal jetzt mal zum anderen Wintersport, sondern zum Skispringen. Natürlich heute mal Glückwunsch an Markus Eisenbichler zum dritten Platz. Der hätte wohl möglicherweise keiner mit gerechnet. Aber Geiger total schlecht geworden.
Na gut, Wellinger hat sich in Deutschland verbessert, wie ich gelesen habe. Naja, na gut, die Chance in Sapporo ist ja halt nichts für die. Ah, schon wieder ein Fehler. Und ich dachte, das Ding schießen, das würde mal Schwäche sein. Ja, guck, Felion Maier hat jetzt auch einen Fehler gemacht. Na guck, wir können jetzt aber jetzt Vollgas machen. Okay, jetzt geht's hier wieder den Berg hinauf. Wir sind jetzt wieder in unserer Schlussrunde. Na gut, vielleicht bin ich jetzt nach den Linkschießen doch ein bisschen zu schnell angegangen. Wer weiß. So, jetzt geht's hier nochmal hinunter. Oha, Erik Lesser mit 4 Fehler. So, jetzt geht's endlich ins Ziel. Wir haben an diesem sehr guten Vorsprung vor Quentin Felion-Maillet. Aber jetzt wollen wir natürlich auch gewinnen. So, jetzt machen wir noch einen Sprint. Und schon haben wir das Rennen wieder gewonnen. Wunderbar. Okay. So, ich würde sagen, das war's dann jetzt erstmal. Guckt euch meine beiden Let's Plays dann später mal ruhig an. Wenn euch das gefallen hat, lasst einfach ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao und haut rein. Leute, euer Marcel Let's Play.